Wieder keine Revanche für Russland, auch nicht in Sotschi. In einem dramatischen Eishockeyspiel bei den Olympischen Winterspielen haben die Russen gegen die USA verloren. Das Spiel galt als Neuauflage des berühmten Miracle on Ice von 1980, als eine US-amerikanische Amateurtruppe die als unschlagbar geltenden Sowjets besiegen konnte. Bei der aktuellen Begegnung stand es nach der regulären Spielzeit 2:2 und auch die Verlängerung brachte keinen Sieger hervor. Also ging's ins Penalty-Schießen. Und da schlug die große Stunde von TJ Oshie. Ich denke, Erleichterung. Das war das Erste, was ich gefühlt habe. Es war ein verrücktes Spiel mit einem verrückten Ende. Ich habe mich einfach umgedreht und wollte Jonathan Quick und den Jungs gratulieren. Es war ein genialer Sieg. Ich weiß nicht, wie ich es sonst beschreiben soll. Ich war einfach froh, als es vorbei war. Mit diesem Sieg sind die USA im Moment Gruppenerster der Gruppe A mit einem Punkt Vorsprung auf Russland. Beide sind am Sonntag wieder an der Reihe. Die USA bekommen es mit Slowenien zu tun, Russland spielt gegen die Slowakei. Anna Fenninger hat ihre erste Goldmedaille im Ski-Alpin-Super-G der Damen gewonnen. Die Österreicherin hat dabei die dreimalige Goldmedaillengewinnerin Maria Höfl-Riesch mit einer Zeit von 1:25:52 auf Platz 2 verwiesen. Aufs Treppchen durfte neben der 24-Jährigen und der deutschen Höfl-Riesch noch eine andere Österreicherin. Nicole Hosp holte Bronze mit einem Rückstand von 66 Hundertstel auf ihre Landsfrau. Es waren einige große Namen unter den Top 10. Abfahrt-Bronzemedaillengewinnerin Lara Gut wurde Vierte vor Tina Maase, die den 5. Platz belegte. Fenningers Leistung war umso beeindruckender, wenn man die schwierigen Bedingungen berücksichtigt. Nur 3 der ersten 11 Starter konnten den Kurs komplett beenden. Der Pole Kamil Stoch hat mit einem Sieg auf der Großschanze seine zweite Goldmedaille im Skispringen gewonnen. In einem spannenden Finale konnte Stoch den 41-jährigen Veteranen Noriaki Kasai aus Japan auf Distanz halten. Vor gut einer Woche konnte der Pole schon Gold auf der Normalschanze feiern. Stoch erreichte eine Gesamtpunktzahl von 278,7, nur 1,3 Punkte mehr als Silbermedaillengewinner Kasai. Bronze ging an den Slowenen Peter Preutz. Nach einem ereignisreichen Tag in Sotschi bleibt Deutschland durch Maria Höfl-Riesch's Silbermedaille ganz oben im Medaillenspiegel. Schweden konnte sich über eine Goldmedaille im 5 Kilometer Langlauf der Damen freuen. Russland ist nach dem Erfolg im Skeleton jetzt Dritter im Medaillenspiegel mit insgesamt 15 Medaillen.